Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir zwei super spannende Interviews. Zum einen werde ich jetzt gleich hier oben zur Deutschen Bank gehen und ein Interview führen mit Tim Alexander. Das ist der Chief Marketing Officer der Deutschen Bank. Wir werden darüber sprechen, was für Herausforderungen derzeit im Bankensektor bestehen und wie man da auch Nachhaltigkeit mit integrieren kann. Und das Stichwort Nachhaltigkeit ist dann direkt der Aufhänger zum zweiten Interview im heutigen Video. Und zwar werde ich danach ein Interview führen mit Charlie Müller, dem Gründer von Futury. Futury ist eine Gründungs-Innovationsplattform und die haben derzeit eine deutschlandweite Kampagne ausgerollt mit 12 verschiedenen Projekten. Da ist auch die Deutsche Bank Initiator eng miteinander verknüpft, wo es eben darum geht, innovative Geschäftsmodelle in gestandene Unternehmen so Startup-mäßig hineinzubringen, auch in Kooperation mit Studierenden. Und das finde ich ist eine super Möglichkeit für sehr, sehr viele von euch. Dazu werden dann im Interview mit Charlie nochmals weitere Infos folgen. Aber jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall super viel Spaß mit dem Interview mit dem CMO der Deutschen Bank, Tim Alexander. Tim, vielen Dank, dass du dich für dieses Interview zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. Ist nicht oft so, dass man einen CMO von so einer großen Bank wie der Deutschen Bank vor der Kamera hat. Ich würde vorschlagen, führ uns doch mal zum Anfang einfach mal so ein bisschen durch deinen Lebenslauf. Wie bist du jetzt zur Deutschen Bank gekommen? Naja, also gekommen zur Deutschen Bank bin ich im Sommer 2017, also quasi gut 2 Jahre jetzt hier. Davor fast 15 Jahre in der Telekommunikationsbranche gearbeitet, bei der O2 damals, also das heißt Telefonica, O2 eingeführt in den Markt. Das war mit diesen Blubberblasen, ob du dich noch erinnern kannst. Und dann 5 Jahre lang in der Schweiz gearbeitet, bei der Swisscom. Also das heißt einmal Marktführer in der Schweiz, sehr, sehr große Nummer 1 dort, 65% Marktanteil. Und in Deutschland war es eine Angreifermarke, die quasi Marktanteile sich geholt hat, von der, vor allen Dingen der Deutschen Telekom und von der Vodafone. Und davor habe ich auf Agenturseite gearbeitet. Also ich habe meine Ausbildung als Werbekaufmann gemacht, habe dann festgestellt, das reicht noch nicht ganz aus. Ich wollte noch ein basisliegendes BWL-Studium darunter nutzen, habe dann studiert in Pforzheim und mich dann in Agenturen erstmal getummelt. Also bei der Grey war ich damals in Düsseldorf und bei Saatchi & Saatchi hier in Frankfurt. Okay, und abgesehen jetzt vom BWL-Studium, wo kam dann der Bezug zur Finanzdienstleistungsbranche her oder kam das jetzt erst mit dem Wechsel zur Deutschen Bank? Also meine Mutter, leider lebt sie nicht mehr, aber meine Mutter hätte sich totgelacht, dass ich heute irgendwie quasi Banker bin. Weil das hat sie mich auf keinen Fall gesehen. Die wollte immer, dass ich Lehrer werde. Okay. Jetzt bin ich in der Bankenindustrie angekommen. Naja, bin ich dazu gekommen? 2 Dinge. Ich habe wirklich das Gefühl, dass neben Kommunikation, was ich gemacht habe so lange, also im Sinne von Telekommunikation, das zweite große Thema, was Menschen interessiert, ist Geld. Also ich nenne das liebevoll Money Moments, also Momente, des Bezahlens, des Geldtransferierens, aber auch für die Zukunft sorgen, Geld weitergeben können. Das ist so essentiell für uns Menschen und es hat mich doch sehr gewundert, dass wir so wenig Emotionen zum Thema Geld ausgeben eigentlich haben. Also wenn das Geld weg ist, sind wir emotional, aber sich damit beschäftigen, ja, was ist denn ein richtiger Bankenpartner, wie kriege ich die richtigen Dinge für die Zukunft? Also es ist ein Riesenfeld, das mich begeistert hat. Dann gab es die Chance, Christian Sewing damals kennenzulernen, sind wir so zusammengebracht worden und da dachte ich so, wow, vielleicht kannst du ein bisschen dazu beitragen, dass dieses Thema, was so wichtig ist für uns Menschen, auch wichtiger wird, weil viele Leute wollen sich damit überhaupt gar nicht beschäftigen. Ganz im Gegenteil, für die ist das Thema Geld, Hauptsache es ist auf dem Konto. Und da können wir gleich mal drüber reden, wie die Herausforderungen gerade sind. Ja. Und das Letzte, was mich natürlich dann auch wirklich final gereizt hat, ist halt die Deutsche Bank. Ist ja nicht irgendeine Marke, sondern das ist das Institut, das auch für Deutschland steht und das eine schwere Zeit hinter sich hat. Und das wieder mit aufzubauen, mit zu dem Team dazugehören, das hat mich schon sehr gereizt. Das glaube ich, nachdem du es auch angesprochen hattest, war da wahrscheinlich auch erstmal eine gewisse Herausforderung. Ja, vielleicht hat jeder, ab und zu haben Leute auch gesagt, Tim, bist du sicher, dass du dir sowas antun möchtest? Wo siehst du aktuell die größten 1-2 Herausforderungen? Vielleicht auch im allgemeinen Bankensektor oder auch vielleicht spezifisch jetzt bei der Deutschen Bank? Ja, viele Leute haben gesagt, bist du dir wirklich sicher, dass du das machen möchtest? Ja, ich war mir sicher und auch nach 2 Jahren habe ich große Freude, weil die Dinge so wesentlich sind, die sich hier gerade verändern. Und ich bleibe dabei, das mit zu verändern zu können, ist natürlich großartig. Eins der großen Dinge, die uns gerade beschäftigt und die eigentlich jeden Deutschen beschäftigen sollte, ist Niedrigzinsumfeld. Jeder Deutsche verliert ungefähr 500 Euro im Jahr, weil das Geld einfach nur liegen lässt und damit nichts tut. Und weil wir auch nicht so eine gute Geldbildung haben und auch in diesen Moments des Moneys nicht richtig umgehen können, vergessen wir eigentlich, dass wir Geld anlegen sollten, dass wir etwas tun sollten im Sinne von Immobilien. Das heißt, einen guten Berater an seiner Seite zu haben. Das ist das große Thema, was uns auch beschäftigt, weil es uns natürlich auch Schwierigkeiten bereitet, das ganze Businessmodell in Frage stellt, weil wir immer weniger Geld mit Zinsen verdienen können und natürlich dann in eine ganz andere Geschäftsidee reinkommen. Und siehst du das bei allen Altersklassen gleich, dass also jede Altersklasse so dieses
dieses Denken ein bisschen weniger hat, wie investiere ich mein Geld oder so? Oder gibt es auch Unterschiede zwischen den Generationen? Naja, also ich meine, beide Marken, die wir im Kern in Deutschland betreuen, das ist ja nicht nur die Deutsche Bank, sondern auch die Postbank, ist das Klientel, das sich mit Geld beschäftigt, eher älter. Und umso jünger es wird, umso weniger relevant scheint das Geldthema zu sein. Und gerade dort ist mit kleinen Elementen, die man machen kann, kannst du für die Zukunft sorgen. Und das finde ich auch so stark, auch für Leute, die in der Bankindustrie immer noch arbeiten möchten, etwas zu tun, um Geld zu mehren, also Vermögen aufzubauen, ist erstmal ein toller Job. Ja? Und auch eine riesen Herausforderung. Also von daher, gerade die Jüngeren, umso weniger quasi, also umso jünger die Leute sind, umso weniger kümmern sie sich um das Geld oder sag ich mal, um die Möglichkeiten, die es da gibt. Und das ist schon dann die zweite Herausforderung. Also wenn ich das erste gesagt habe im Sinne von Niedrigzinsumfeld, ist das zweite, der Banking-Sektor, also ist so viel Veränderung gerade im Sinne von, wie Kunden zahlen, also mit einer App heute, was früher Muscheln war. Ne? Also von daher, wie funktioniert eigentlich in Zukunft Banking, wenn das alles über Voice funktioniert? Also das heißt, in meiner Zukunftswelt haben wir eine Voice Recognition und sage, ich möchte gerne an dich Geld überweisen und du sagst gerne. Und damit passiert das. Ja, und vielleicht fragt das System mich dann nochmal, bist du dir wirklich sicher, Tim? Und ich bestätige jetzt mit meinem Voice-Abdruck. Solche Elemente zu bauen, also zukunftsfähig digital zu werden, das sind dann die längerfristigen Dinge, die wir bauen müssen und die anfangen quasi mit Niedrigzinsumfeld. Zweitens, wie werden wir relevant? Wie bleiben wir auch relevant? Und das dritte ist, wie gestalten wir eigentlich zukünftiges Transfer und, ich sag mal, Vermehrung von Geld und Vermögen? Wahnsinnig spannend dabei, also Teil davon zu sein. Und woran denkst du, liegt das, dass jetzt zum Beispiel, du hast ja gesagt, gerade die jungen Leute interessieren sich jetzt vielleicht eher weniger für dieses Thema. Woran liegt das? Also finden die, ja, die großen Banken sind irgendwie alle abgestaubt, da möchte ich nicht in so eine Filiale gehen. Gibt es da irgendwelche Trends? Also ich fange nur bei uns selbst an. Ich mache keinen Vorwurf, sondern uns ist es bis jetzt nicht geglückt und da nehme ich die Industrie quasi in gesellschaftlicher Verantwortung, das wirklich nahe zu bringen den jungen Leuten, beziehungsweise uns um die jungen Leute wirklich zu kümmern. Nämlich wenn wir haben jetzt angefangen, das nennt sich bei uns Consumer Safaris, also wirklich mit jungen Menschen mehrere Tage, Wochen zu verbringen, Tagebuch zu schreiben, wie funktioniert denn das eigentlich alles und dann rauszubekommen, nee, er möchte damit sich keinen Kopf machen, es soll alles per Klick funktionieren. Klingt leicht, ist natürlich im Bereich Banking eine große Herausforderung, im Sinne auch von Security, von Sicherheit, von Safety. Das heißt, wir haben uns, glaube ich, zu wenig auch um die jungen Menschen gekümmert, sowohl im Banking als eben halt auch, was ist denn wirklich wichtig. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da gibt es viele amerikanische Unternehmen, die sind auf einmal relativ flott dabei, dann im Marktanteil uns was wegzunehmen oder mindestens versuchen sie es. Bis jetzt sind das keine großen Verschiebungen, aber wo dann auch ein junger Mensch sagt, die haben mich besser verstanden. Und von daher würde ich gerne sagen, wir müssen uns mehr interessieren für die jungen Leute, durch junge Leute. Das nächste Thema ist, wir haben auch viel zu wenig junge Leute bei uns selbst. Also das ist eine Industrie, die schon so lange da ist. Das heißt, eins der Dinge, die ich gemacht habe, ist, dass das Team verjüngt im Sinne von neuen Leuten zugeholt, weil die Alten haben die Erfahrungen, aber die Jungen bringen uns die Nähe zu unseren jungen Zielgruppen. Und von daher würde ich ganz gerne da einfach besser werden. Okay, und wie setzt ihr als Deutsche Bank da jetzt an? Also wie beispielsweise, vielleicht machst du auch mal ein Beispiel, wie hast du jetzt junge Leute dazu bekommen, bei euch ins Team zu kommen? Oder wie habt ihr vor, die jungen Leute zur Deutschen Bank zu holen, anstatt jetzt zum Beispiel zu amerikanischen Konkurrenten, die da vielleicht, die man eh schon immer auf dem Handy hatte oder so? Naja, also erstmal, indem wir große Ideen oder mindestens eine große Vision haben. Ja? Also wenn die Deutsche Bank für Deutschland steht, und wir nennen das, der moderne Begleiter ist für den Menschen, der hier in Deutschland lebt und auch ihnen hilft, da auch ein bisschen zu unternehmen, in der ganzen Welt sein Geschäft zu machen, haben wir angefangen zu sagen, was heißt das denn auf der kleineren Schiene? Das heißt, Apple Pay haben wir ja zu uns geholt. Wir sind da auch der Vorreiter gewesen, weil wir gemerkt haben, die Leute wollen ganz einfach per Klick auf ihrem Smartphone telefonieren. Oder wir haben eine Young Money App bei der Postbank, die quasi direkt von Eltern das Geld quasi als Taschengeld-App quasi ermöglicht. Das heißt, die Digitalisierung der Idee, wir sind überall dabei als dein moderner Begleiter, im besten Fall in der Hosentasche auf dem Smartphone, das begeistert erstmal. Rausbekommen von diesen Consumer-Safaris, näher an den Zielgruppen zu sein, also die Kunden zu begleiten und dann Leute dafür zu begeistern, da mit dran zu arbeiten. Und da habe ich jetzt ja ein paar Jahre Erfahrung. Das heißt, da habe ich sehr auch auf mein Netzwerk zurückgegriffen, weil das ist keine Anzeige irgendwo,
keine Ahnung, wir haben hier einen Job zu vergeben, sondern es müssen ja die richtigen Leute zusammenkommen. Und dann kommt der eine dazu, der den anderen kennt. Und es ist so spannend, da in diesem Netzwerk dann auch einmal Netzwerken innerhalb von, ja, von tollen neuen Kollegen, die alle zusammen quasi auf eine große Vision einzahlen wollen und diese Bank wieder flott machen wollen. Das ist so die Idee. Und vielleicht, wenn wir auch mal auf Futury zu sprechen kommen, mit dem Gründer von Futury, Tali Müller, werde ich nachher auch noch ein Interview führen. Mit denen arbeitet ihr ja auch jetzt ziemlich eng zusammen, weil es da auch der Gedanke ist, okay, frische Impulse in Unternehmen zu bringen, frische Ideen. Vielleicht kannst du dazu auch mal ein bisschen was zu sagen. Was erhofft ihr euch vielleicht auch von der Zusammenarbeit mit Futury? Also wenn das kleine Netzwerk der neuen Leute war, die Leute, die ich kenne und die, die wieder Leute kennen, ist jetzt der nächste Schritt, nochmal das Netzwerk nochmal zu vergrößern. Und ich glaube, da ist die Kraft genau bei den Studenten, bei den jungen Menschen, die Ideen haben. Und mit Futury zusammen machen wir unter dem Thema, also Be Green, also am Ende, also was können wir denn für nachhaltig ist Sustainability tun, damit unsere Kunden A, das auch zeigen können und nutzen können, aber auch, dass wir uns auch erneuern können. Und dort haben wir aufgerufen für ein dreimonatiges Projekt. Das heißt, jeder kam mit seiner Idee, wie Banking in Zukunft sein soll, vor allen Dingen auch nachhaltig, sich bewerben. Dann werden wir die auswählen, die als Team dann quasi zusammenfinden. Und meine Idee ist, möglichst viel von diesen Ideen dann auch umzusetzen, zu realisieren. Das Schöne daran ist, dass an einer kompletten Wertschöpfungskette, das heißt, wir haben weitere große Marken, ob das jetzt Daimler ist oder auch andere, die kommen da zusammen, weil wir können das Thema Nachhaltigkeit auch nur zusammen lösen. Das kann nicht einer lösen. Deutsche Bank hat zwar Möglichkeiten, was zu ändern, aber wir sind nur als Partner wieder richtig gut. Und da ist die Idee, das Netzwerk zu vergrößern, auch Leute kennenzulernen und gerne die dann auch ins Team hier zu integrieren. Oder vielleicht können wir auch mal eine Firma ausgründen, wo wir uns daran dann beteiligen. Also das heißt, diese ganzen Kooperationsmodelle, da freue ich mich irre drauf, weil wir tun was Gutes für die Nachhaltigkeit und wir erweitern quasi unseren Stamm an tollen neuen Mitarbeitern. Wie integriert man denn Nachhaltigkeit in eine Bank? Weil beispielsweise, sagen wir mal, ein Lebensmittelhersteller, da ist klar, dann setzt man vielleicht eher auf Bio-Lebensmittel oder so. Wie setzt eine deutsche Bank Nachhaltigkeit um? Auch da gibt es kleine und große Dinge. Also ich sag mal was Kleines, was aber sehr, sehr groß für uns ist, ist, wir haben ja ein Postfach quasi in der App. Da kann man seine ganzen Daten reinlegen lassen. Damit müssen wir kein Papier mehr ausdrucken. Und das ist unglaubliche Mengen an Papier, was wir unseren Kunden schicken. Mit dem Aufhören, sage ich mal, ich will das gar nicht mehr geschickt bekommen, es reicht, es in mein digitales Postfach reinzulegen, pflanzen wir einen Baum dafür. Ist ein symbolisches Zeichen im Sinne von Nachhaltigkeit und wir tun etwas Gutes. Ja. Das ist was Kleines, was aber sehr viel Emotionalität bringt. Übrigens hier von einer ganz tollen jungen Arbeitsgruppe entwickelt worden, auch umgesetzt. Und wir haben am Freitag Bäume gepflanzt. Also wir pflanzen die auch dann selbst. Also das heißt, der zweite Punkt ist, unser eigenes Schaffen zu verändern. Kaum einer weiß, dass die Türme in der Deutschen Bank sitzt zum Beispiel komplett klimaneutral sind. Ich kann nach draußen nichts erzählen, was ich nach innen nicht leben möchte. Und von daher sind viele Maßnahmen, die quasi auch intern zum Leben erweckt werden und die auch einen stolz machen als Mitarbeiter, hierfür zu arbeiten, für diese Firma. Und das nächste große Thema, wäre es nicht toll, wenn wir unseren CO2-Footprint ausrechnen könnten für jede Transaktion? Das kann ja eigentlich nur eine Bank schaffen. Das heißt, also mit jedem Einkauf eines Pullovers weiß ich, wie viel CO2 habe ich denn eigentlich jetzt verursacht und kann dann etwas Gutes dafür tun. Ob es ein Baumpflanzen ist oder ein Zertifikat kaufen oder von mir aus, ja, ich sage jetzt mal andere Dinge tun. Das sind alles Elemente, die kann eigentlich nur eine Bank. Und da sieht man auch die Power von diesen Money Moments, die dann auf einmal etwas Gutes hinführen. Okay, dann ist quasi die Idee, ich gehe in den Laden, kaufe mir einen Pulli. Am besten kann dann die App direkt auf den Laden auch so ein bisschen zugreifen, weiß, wie stellen die her und so weiter. Und dann weiß ich genau, okay, das war jetzt eine gute Entscheidung oder vielleicht, da kaufe ich vielleicht eher nicht wieder ein. Das wird dann schon vor dem Kauf. Momentan werden wir happy, wenn wir das schon nach dem Kauf ausrechnen können. Da gibt es ja auch Algorithmen zu kaufen im Markt. Aber bis jetzt hat es keiner gebracht. Und das sind schon tolle Sachen, weil ich meine, wenn man Bank als sein moderner Begleiter, ich bleibe bei diesem Markenidee, der Positives bewirkt am Ende. Ich meine, dann habe ich eine Chance, wirklich auch nachhaltig zu leben. Und eine Bank kann das bringen. Man kann dich, also enable nennen wir das, oder ermöglichen, dass du nachhaltiger leben kannst. Und da bleibt dann auch am Ende auch ein kleines Geschäft für uns übrig. Klar, ne? In Transaktionen möchte ich dann lieber mit der Deutschen Bank machen, als mit dem anders. Alles hat auch einen Geschäftszweck, aber für etwas Gutes. Und das finde ich schon stark und das gibt mir ganz viel Kraft. Ja, das denke ich mal, ist auch wichtig, dass man sowas heutzutage nach außen auch umsetzt, ja, weil sonst kann man sich langfristig wahrscheinlich gar nicht mehr halten. Vielleicht noch als letzte Frage, wo siehst du denn so die Deutsche Bank, sagen wir mal so in 15 oder 5 oder 10 Jahren, was habt ihr bis dahin alles so richtig Cooles umgesetzt? Vielleicht was auch jetzt noch in weiter Zukunft ist, was vielleicht auch so ein bisschen Inspiration sein kann für die Leute, die sich jetzt bei dem Banking Be Green Projekt beispielsweise bewerben wollen.
Ich fasse es mal so zusammen, was ich so gesagt habe. Wenn wir wirklich der sind, den du vertraust, der immer an deiner Seite ist, dann ist die Deutsche Bank diejenige, die dir nachhaltiges Leben ermöglicht, die etwas für Deutschland tut, Finanz, ehrlicherweise Education ermöglicht, dass junge Menschen auch frühzeitig das Thema sich für sich verstehen. Und ein Begleiter, den man einfach nicht missen möchte, egal wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Ich kann nicht alles voraussehen. Ich weiß gar nicht, was künstliche Intelligenz in Zukunft alles für uns tun wird. Aber egal, was dann passiert, wenn du deine Rolle klar machst im Leben unserer Kunden, und das ist diese Rolle, die immer mit dem positiven Beitrag, dann wird sich da ganz viel entwickeln. Das heißt, es wird immer, die Deutsche Bank wird immer bei dir sein, wird dich ausweisen und die wird es ermöglichen, dass du ein gutes Leben führen kannst. Und das seamless hinzukriegen, also alles greift ineinander. Das wäre so mein Traum, dass man nachher sagt, boah, die Deutsche Bank, die gehört zu meinem Leben dazu, die möchte ich nicht missen. Optimal für irgendwie ist die Deutsche Bank oder die Bank ist dann Begleiter ab der frühen Kindheit, wenn man das erste Mal quasi sein Sparschwein auflädt, bis zum späteren Verlauf des Lebens und unterstützt einen bei allen Entscheidungen. Also mein Traum ist, es ist deine Identität, also Teil deiner Identität. Und die ist so klar für dich und die passt so auch auf deine Daten auf, dass das, ich meine, das ist ein bisschen so eine Vaterrolle, die man da sein könnte. Aber ein Vater, der eher so ein Kumpel ist an deiner Seite. Und der sagt, guck mal, mit dem man gerne investieren, dann wird's ein bisschen mehr Geld oder so. Mit dem man gerne auch irgendwie abends noch einen trinken geht. Ich meine, das sind ja die besten Väter. Ja. Also von daher, der man aufschauen kann und trotzdem sagt, der gehört dazu. Okay, cool. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall Inspiration sein für den einen oder anderen. Und hast du noch ein letztes abschließendes Wort an irgendeinen Studenten, Studierenden, der jetzt gerade zuschaut? Lasst euch nicht von, ich sage jetzt mal, dem Image einer Bank davon abhalten, nicht mal hier reinzuschauen, nicht mal ein Praktikum zu machen, Leute kennenzulernen oder bei dem Projekt mitzumachen, weil es gibt hier die Zukunft zu gestalten und da gibt es nicht so viele Orte für. Und insbesondere die Deutsche Bank, da kann ich verstehen, gibt die Chancen und Möglichkeiten. Von daher kommt hier dazu, meldet euch, macht mit. Danke dir, Tim. Hat Danke mich sehr dir. Gefreut. Bis bald. Tschüss. Okay, das Interview mit Tim Alexander ist vorbei. Ich hoffe, einige von euch haben da einige spannende Impulse mitnehmen können. Und jetzt geht's hier weiter ins WeWork zu Futury, zu Charlie Miller, dem Gründer von Futury, wo wir noch ein bisschen mehr darüber sprechen können, wie ihr euch bei solchen Projekten in Kooperation mit Futury, mit der Deutschen Bank und so weiter beteiligen könnt. Okay, Charlie, vielen Dank, dass du dich für dieses Interview zur Verfügung gestellt hast. Ja, sehr gerne. Dann lass uns doch mal bei deinem Werdegang anfangen. Du hast Bachelor gemacht, Master an der Apps jeweils als Praktiker gemacht bei Roland Berger, bei Accenture. Wie kam das dann, dass du nach dem Master gesagt hast, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich gründe Futury, anstatt irgendwo den Festeinstieg zu suchen? Ja, du hast gerade schon gesagt, das hört sich sehr klassisch an, so an der Apps, Bachelor, Master. Habe allerdings auch in München an LMU VWL damals angefangen, dann gewechselt, im Nebentrack immer Jura gemacht, war auch in Heidelberg, sodass ich BWL immer mit so ein paar Abwandlungen hatte und das war dann auch am Ende vielleicht ausschlaggebend, dass es nicht so straight BWL und dann gehst du weiter und gehst direkt in die Beratung, sondern hatte eben die Möglichkeit und das war ein bisschen aus dem Zufall geprägt, Futury zu gründen und es war damals bei mir persönlich so ein bisschen eine Entscheidung, Job versus Abenteuer und Futury war eben das Abenteuer, das zu gründen. Was ist Futury überhaupt? Wir sind eine Gründungs- und Innovationsplattform und im Grundsatz matchen wir Unternehmen auf der einen Seite mit Studierenden, Absolventen auf der anderen Seite in einer speziellen Projektform und erarbeiten mit denen neue Innovationsthemen. Okay, also es bewirbt sich jemand mit einer richtig geilen Idee, ein Projektteam beispielsweise. Ihr sagt, okay, das hört sich echt gut an, wir nehmen den auf. Wie läuft dann der weitere Prozess ab? Genau, wir haben manchmal Individualbewerber, die matchen wir zu Teams, das geht auch. Manchmal kommen auch direkt Teams, die sich irgendwie in der Uni schon kennen, gefunden haben und sagen, hey, wir wollen das Problem folgendermaßen lösen. Das mag mal in die Richtung gehen, eine Plattform, App, Digitales bauen, aber da sind wirklich alle Themen dabei. Und wir gucken erstmal das Team an und die Idee und müssen so ein bisschen auch gucken, was ist, ich nenne es mal ein bisschen die Smartness an der Idee, weil es ist bewusst eine Idee, da ist noch kein Business Case dahinter gerechnet. Und dann vor allen Dingen auch ins Team reingucken. Passt das Team zur Idee? Glauben wir, dass das Team das umsetzen kann? Und wenn wir uns dann final für die Teams entschieden haben, nehmen wir die Teams ins 3-Monats-Programm auf. Das heißt die Future Founders Academy. Und das ist im Grunde genommen ein 3-monatiges strukturiertes Gründungs- und Innovationsprogramm. Und das kostet aber die Gründer beispielsweise nichts? Nee, das kostet im Gegenteil. Es kostet sie nichts. Sie bekommen sogar Geld. Sprich, die Teams, die aufgenommen werden, erleben in den 3 Monaten wirklich ein strukturiertes Programm, kriegen als allererstes mal die Hygienefaktoren. Also sie kriegen Geld von uns daran, dass sie teilnehmen, weil wir wissen, viele haben auch Opportunitätskosten im Sinne von, die könnten woanders vielleicht ein Praktikum machen, bekommen im WeWork, hier zum Beispiel in Frankfurt, wo wir gerade sind, bekommen Office Space bereitgestellt und dann von uns alle Experten, Coaches, Mentoren,
alles, was sie brauchen, um von ihrer Idee über ein echtes Konzept zu einem Prototyp zu kommen. Und das ist halt auch wirklich, soll immer der Output sein und das ist auch eines der großen Learnings. Wir machen jetzt hier kein Market Research und geben irgendwie dann dem Unternehmen das 20. White Paper und sagen, guck mal, so könnte man es machen, sondern es geht wirklich darum, Prototypen zu kreieren. Und wir helfen den Studenten oder Absolventen den ganzen Weg dahin. Und jetzt vielleicht, ich hatte ja vorhin schon auch das Interview mit dem Tim Alexander. Sag mal vielleicht noch ein paar Worte zum aktuellen Projekt. Da ist die Bewerbungsphase noch offen bis zum Ende November, richtig? Genau, wir haben ein neues Projekt, das heißt Banking Be Green. Mhm. Das hängt bei uns unter so einem übergeordneten Programm The Mission. Ist das zweite Thema unter The Mission. Und da ist die Deutsche Bank eben auch inhaltlich der Hauptsponsor und Partner. Und da stellen wir eigentlich die Frage im Retail Banking, also was Privatkunden angeht, wie kriege ich Nachhaltigkeit ins Banking rein und mal weg von wirklich so Produkten im Sinne von hier hast du ein Konto und dann kriegst du noch deine Baufinanzierung, sondern wie leben und bewegen sich eigentlich die Kunden? Und da kann man ja erstmal bei sich selber anfangen. Ich würde behaupten, jeder, vielleicht auch der das sieht, ist irgendwie Bankkunde, hoffe ich zumindest. Und wenn ich vielleicht in der Uni bin, habe da spezielle Bedarfe im Sinne von Finanzierung, ob das ein Studienkredit ist, ein BAföG, ich gehe ins Ausland, Kommunikation, also alles, was irgendwie von Handyverträge, diese ganzen Lebenswelten, die man erlebt. Oder wenn ich anfange zu reisen, wenn ich das erste Auto haben will oder will ich heute überhaupt noch ein Auto haben? Und da stellen wir eigentlich die Frage, die Bank als Finanzintermediär, die eigentlich immer so ein bisschen dahinter liegt, was kann sie dort eigentlich anbieten, was sollte sie anbieten und wie sollte sie den Kunden begleiten? Und das vor allen Dingen auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt. Das ist auch für die Deutsche Bank sehr wichtig, dass wir sagen, wie kriegen wir auch Nachhaltigkeit sozusagen in unsere Services rein? Und das ist das nächste Projekt, wie du schon gesagt hast, da ist die Bewerbung gerade offen. Und wenn da jetzt quasi jemand eine Idee hat oder durch das Video vielleicht mal Input dazu bekommen hat, sich jetzt ein paar Gedanken macht, meint, das ist vielleicht eine coole Sache, dann klickt der, unten haben wir die Beschreibung, unten in der Beschreibung ist ein Link zu eurer Karriereseite, da stehen nochmals weitere Infos und dann kann er sich dort einfach bewerben und muss dort angeben, quasi, das ist meine Idee, das möchte ich mit euch gemeinsam umsetzen. Genau, kann sich erstmal bewerben, sogar im ersten Schritt noch ein bisschen einfacher. Wir brauchen Name, E-Mail und einen kurzen CV. Wenn jemand schon eine Idee hat, perfekt, aber wir wissen, ich sitze nicht den ganzen Tag zu Hause auf dem Sofa und zerbreche mir den Kopf über die Bankenwelt. Ja. Dann kontaktieren wir die Leute erstmal und sagen, okay, hast du vielleicht ein Team von deiner Uni, kannst mit denen eine Idee entwickeln? Was wir aber auch machen, wir matchen dann die Kandidaten und entwickeln auch gemeinsam Ideen, sodass wir es so einfach wie möglich machen. Erstmal reinkommen und dann reden wir und gucken, wie wir dann eine Idee ausfeilen. Und das kann wirklich von bis sein, da kann ich immer nur alle Leute oder empfehlen, nicht so eingeengt, so, ach naja, ich habe jetzt nicht so die Banking-Erfahrung und noch nicht 3 Praktika im Banking gemacht, brauchen wir gar nicht. Okay. Wir wollen bewusst, dass mal jemand von außen kommt und ich sage mal, wer spinnt, gewinnt, also auch ruhig mal verrückte, kreative Ideen und einfach erstmal bewerben und wir geben dann schon ein Feedback und sagen, ja, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen feilen, links und rechts gucken, das kriegen wir immer gemeinsam hin und das ist auch genau das, was eine Deutsche Bank sucht und die weiteren Partnerunternehmen für diese Lebenswelten, die ich eben aufgezeigt habe, wirklich dieser kreative Input von außen. Okay, dann wäre jetzt von mir die erste Empfehlung, wenn du jetzt gerade zuschaust, vielleicht noch am Anfang vom Studium bist, noch gar nicht so genau weißt, was du machen möchtest, das sich cool anhört, bewirb dich einfach mal. Aber jetzt, Charlie, überzeugt doch mal die älteren Studierenden, die vielleicht schon mal ein Praktikum auch wo gemacht haben, vielleicht. Warum sollten die jetzt bei euch mitmachen und nicht irgendwie Praktikum bei BCG machen, beispielsweise? Die Älteren ist gerade, also wir haben viele Studenten im Semester, wie du sagst, auch viele Absolventen. Und da ist das spannend und da haben wir wirklich ganz viele, also da kann ich euch alle nur sozusagen herzlich einladen, die gerade mit dem Bachelor, Master fertig sind und mit ihrer eigenen Idee bei uns reinkommen. Was kann jetzt passieren in 3 Monaten? A, du lernst halt wirklich super viel von, wie baue ich Prototypen, wie mache ich Testing. Wenn du damit erfolgreich bist, was kann rauskommen? Du hast dein erstes eigenes Unternehmen und Startup, kannst gründen. Wir haben einerseits mit initiiert den Future Venture Fonds, der kann auch erste Seed Investments geben. Die Unternehmenspartner können investieren. Also kann sein, dass man nach 3 Monaten Unternehmer ist. Aber selbst wenn es sich nicht validieren lässt, wir haben ja die ganzen Unternehmenspartner. In der Regel werden alle Kandidaten, die wir im Projekt haben, kriegen irgendwie ein Angebot nochmal aus anderen Bereichen. Also das ist auch so ein bisschen Karrierebooster, das Ganze. Karrierebooster auch. Gerade jetzt, du hast eben The Mission angesprochen bei diesem Banking-Thema. Die Deutsche Bank ist dabei. Bain & Company ist Partner. Da sind wir beim Thema Beratung. Die natürlich auch nochmal, was die Teams und Ideen angucken, vielleicht auch nochmal mit dem Talentauge draufschauen und sagen, Mensch, vielleicht konntet ihr die Idee nicht validieren, aber hier Mädels, Jungs, super smartes Team und vielleicht gibt es auch noch andere Themen. Ich hatte es eben so eingangs zu mir erwähnt, wo ich auch mal sage, Job versus Abenteuer. Also man kann sich dann nach dem Bachelor oder Master für einen Job entscheiden, dann weiß man genau, was man in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre bekommt. Bei uns ist ein Stück weit Abenteuer. Es hängt auch von dir selber ab, was du in den 3 Monaten leistest und da kann ganz viel rauskommen.
vom Job über dann Unternehmertum, selber gründen, mit dem Team durchstarten. Also ist deutlich vielfältiger, würde ich behaupten. Okay. Danke dir, Charlie. Ja, vielen Dank dir. Ich finde, das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Und wie gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr nochmal den Link. Könnt ihr euch ausführlich anschauen. Und kann ich eigentlich echt nur empfehlen, da mal mitzumachen. Ja, wir freuen uns. Vielen Dank. Ciao, ciao.